Immer am Vorbei. Ja! Der hat direkt ausgeführt. Thilo hat im Training auch einfach bei den Torschussübungen hat einen extrem harten Schuss und wenn er aus der Entfernung einfach drauf zieht, dann hat kein Torwart eine Chance. Von daher war es nicht explizit vorher gesagt, aber als der Elfmeter dann kam, war klar, dass Thilo den schießen wird. Und hat es ja dann auch souverän gemacht, zwar nicht mit so viel Kraft, aber Hauptsache drin.
In der 83. Spielminute haben unsere Gäste erneut ausgewechselt. Aus der Partie mit der Nummer 20 Ismail Barut, dafür neu im Spiel mit der Nummer 19 Hüseyin Karalalek. Die 84. Spielminute, das war das 0:4. Torschütze mit der Nummer 10, Waldemar Kling. Wir haben kaum was zugelassen. Die haben nur mit langen Bällen agiert. Wir haben das perfekt verteidigt, genauso wie es angesprochen wurde. Und dann, wenn wir Ballgewinn hatten, sind wir schnell nach vorne gekommen und haben eiskalt heute die Tore gemacht. Das war der Schlüssel zum Sieg. Koblenz 0:4. Ja, Domme, 4:0 Auswärtssieg, sagenhaft. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich denke, wir haben die ersten 10 Minuten ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Danach dann der Elfmeter natürlich, war für uns super, machen dann das 1:0 und danach haben wir das Spiel eigentlich unter Kontrolle, wenn man das so kommt. Wiesbach hat viel versucht, aber im Endeffekt war jetzt keine Torchance dabei, wo man sagen muss, das war für uns eine richtig gefährliche Situation. Wir hatten das Spiel dann eigentlich im Griff. Machen dann nach der Halbzeit zum perfekten Zeitpunkt das 2:0 direkt praktisch mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Und da musste Wiesbach halt mehr machen. Das haben wir super ausgenutzt, machen dann das 3:0. Und dann hatten wir das Spiel so weit im Griff, dass eigentlich klar war, hier kann nichts mehr passieren. Es war eine super geschlossene Mannschaftsleistung, absolut verdienter Sieg. Ach, fünftes Spiel, fünfte Tor, sensationell. Für dich auch? Auf jeden Fall, also es ist ein schönes Gefühl zu sagen, muss ich sagen. Am Anfang war es schwer gewesen, gegen Neunkirchen war das, glaube ich, gewesen. Da habe ich wirklich 10 Minuten oder Viertelstunde gespielt, habe ich schwer gebraucht. Aber jetzt, nach einer Weile, habe ich mich hier geglichen und kann mit den Leuten auch mitspielen. Und ich bin mal gespannt, was die nächsten Wochen so gibt. Und ich hoffe, dass ich Tag am Spiel zu Spiel besser werde und immer meine Tore mache für die Mannschaft, für Rot-Weiß. Ja, letzte Frage ist noch, du kamst aus der Bezirksliga, hast jahrelang oder einige Jahre dort gespielt. Wie würdest du einen Vergleich ziehen? Also es ist definitiv ein ganz großer, also kann man gar nicht vergleichen hier. Die Leute sind jedes Mal in Bewegung und du musst immer denken, du musst immer deine Position halten und disziplinierter spielen. Und jeder Fehler, den du machst, wirst du bestraft. Also deswegen, also es ist ein ganz großer Unterschied, muss ich echt sagen. Ja, ich habe es eben im Kreis schon gesagt, heute ist, glaube ich, so ein Tag, wo man unheimlich stolz sein kann auf die Truppe, weil es war nicht unbedingt zu erwarten, dass man in Wiesbach die 8 der 9 Spiele gewonnen haben. Ja, hier so ein Spiel abliefert, in meinen Augen auch verdient, auch in der Höhe verdient, dann 4:0 gewinnt. Es ist eine schöne Randerscheinung. Ich denke, aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt das Spiel gewonnen haben und Karbach auch von oben grüßt, werden nächste Woche in Karbach ein paar Zuschauer sein. Ich rechne mir auf jeden Fall, wenn wir leidenschaftlich so wie heute und geschlossen auftreten, rechne ich mir auch auf jeden Fall mal einen Punkt aus. Wird aber schwer.